Servus, grüß euch und hallo. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt in unserer Beratungsecke. Und ich möchte auch gleich ganz zügig weitermachen mit der Aufschlüsselung unserer verschiedenen Lebensberatungsthemen. Heute nehme ich mir den Bereich Beziehung und Familie raus. Letztes Mal haben wir gehabt die Trauerbewältigung. Und ich sag euch, Beziehung und Familie ist weit greifender, als ihr denkt. Und viel schlimmer an der ganzen Geschichte ist, sie zehrt viel, viel mehr an uns und lässt uns viel schneller aus einem Loch wollen, wo keins ist, und setzt uns vor allem ganz oft auch unter Druck. Warum? Weil alles, was mit Beziehung und Familie zu tun hat, auch uns wirklich berührt. Ja, wenn jetzt da irgendein Kollege oder ein Bekannter mal ein bisschen dämlich ist und sie nicht gescheit benimmt oder irgendetwas Fremdes, dann sage ich, Gaskopf, rutsch mal einen Buckel runter und dann ist das Thema für mich erledigt. Ich reg mich vielleicht kurz drüber auf, aber eigentlich ist es dann schon wieder vorbei. In der Familie funktioniert das nicht, weil die Familie ist ja nicht nur meine Kinder, mein Partner. Nein, dazu gehört auch die Eltern, die Schwiegereltern, die Tanten, die Großtanten, Nichten und was da sonst noch dazu gehört, was man ungefragt, als man auf diese Welt geschubst wurde, mit dazu bekommen hat oder was man vielleicht dazu geheiratet hat. Ja? Das hat man sich nicht aussuchen können. Das ist im Freundeskreis ein bisschen anders. Und in der Beziehung geht es auch nicht nur um den Partner. Ja? Weil ganz oft ist es auch so, dass von außen meine Beziehung nicht akzeptiert wird. Erstens vielleicht vor die Eltern oder vor die Schwiegereltern, von Freunden, Bekannten, Kollegen. Ja? Und das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, wenn es eine gleichgeschlechtliche Beziehung ist und sie immer noch als Randgruppe dargestellt wird und man dann darüber spricht, als wäre es irgendwie eine ansteckende Krankheit. So, darunter kann man wahnsinnig leiden. Das sind alles Themen, die einen wirklich auch berühren und die einen auch angreifen. Vor allem, wenn es dann auch mit die Kinder geht, weil sie dann in der Pubertät sind, sie dann unfair werden, sie verbal wie auch teilweise körperlich um sich schlagen und man das professionelle Verständnis aufbringen muss, was man jetzt aber leider gerade nimmer hat. Ja? Man eigentlich alle an die Wand nageln möchte, Tür zuschmeißen und sagen, lasst's mich alle in Ruhe. Wenn das funktioniert und ich danach rauskommen kann und wieder eine Ebene habe, wo ich sage, so, jetzt habe ich meinen Dampf abgelassen, bin jetzt wieder ganz normal, dann ist alles gut. Aber sobald das so arg uns betrifft, dass wir vielleicht schon immer gut schlafen können, dass wir eigentlich bei der kleinsten Kleinigkeit hochgehen, weil es ist dann eigentlich wurscht, ob der Partner oder die Mutti oder was weiß ich, irgendetwas irgendwas gesagt hat oder da hat, was eigentlich in dem Moment an sich gar nicht schlimm ist als eigenständige Sache. Aber wenn mich dann alles bloß noch aufregt, was derjenige tut oder was dann in der Kreise der Familie passiert, oder ich einfach Heulkrämpfe kriege und ich weiß nicht warum, und eine Abschlaffung und Kaputtheit, die ich kaum erklären kann, dann wird's Zeit, dass ich Hilfe von außen suche. Weil wenn ich viele gute Freunde, Bekannte und auch der Großteil meiner Familie irgendwie für mich da ist, mir Zuspruch gibt, mir Sachen abnimmt, mich versucht zu trösten oder mir auch Zustimmung gibt, dann ist das alles sehr schön und dann ist das eine tolle Sache, aber manchmal reicht es nicht. Manchmal ist es nicht zielführend, weil es bringt nichts, wenn ich dann auch noch immer bestätigt werde, dass das, was ich mir gerade vorstelle oder mir gerade passiert, dass das auch noch bestätigt wird, dass das alles nicht richtig ist und dass es richtig ist, dass ich mich nicht wohlfühle. Es ist aber nicht zielführend, um eine Lösung zu finden. Das ist in dem Moment schön und es tut mir auch gut, ja. Aber
eine Lösung ist es nicht. Und da ist es jetzt ganz wichtig, dass ich jetzt eine Person habe, die mit Gefühl, Empathie sich das Ganze anschaut, aber mit dem nötigen Abstand und der Professionalität zu sagen, hey, jetzt schauen wir mal mit einem klaren Kopf drauf, lassen die Emotionen weg und dann finden wir Lösungen. Diese Lösungen können auch durchaus so aussehen, dass wir nicht nur im Einzelgespräch das Ganze bearbeiten im ersten Schritt, sondern im zweiten oder dritten Schritt dann vielleicht sogar mit den Menschen nochmal kommunizieren, die mein Unwohlsein, meine Unzufriedenheit, meine Traurigkeit, meine Wut, was auch immer es gerade auslöst, auslösen, ja, die im Endeffekt die Wurzel des Problems sind, weil oftmals kann nicht ich immer alleine alles lösen. Es gibt zwar eine schöne Geschichte, dass ich sage, ich versuche die Draufsicht auf ein Problem zu ändern und dann kann ich es lösen, aber nicht immer ist das der Lösungsansatz, nicht immer reicht das. Manchmal ist es wirklich wichtig, auch mein Gegenüber klar zu machen, hey, ich kann nicht alles stemmen, ich kann das nicht alles alleine regeln. Ich bin hier nicht alleine derjenige, der alles immer schaffen muss. Und genau deswegen biete ich auch hier Hausbesuche an, dass man im Kreise der Häuslichkeit, der gewohnten Umgebung dann eventuell auch mit denjenigen spricht. Aber das nur mal so am Rande, das sind Möglichkeiten. Generell ist es sowieso immer so, egal in welcher Beratung. Wir entscheiden gemeinsam, wo, wann, wie, in welcher Art. Und es wird nichts gemacht, was du nicht willst, was dir nicht gut tut. Das heißt, du bist das Zünglein an der Waage, denn es geht um dich und in deine Probleme. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt hier einen kleinen Einblick in den großen Bereich Beziehung und Familie geben und wünsche euch jetzt erst einmal einen ganz ausgeglichenen, wunderbaren Tag. Würde mich freuen, wenn ihr jetzt festgestellt habt, hey, die Andi, die muss ich mal kontaktieren, die schaue ich mir mal genauer an und prüfe dann mal, ob sie mein Vertrauen wert ist, dass ich ihr mein Problem mal darlege und dann können wir ja schauen, ob wir da für dich Lösungen finden. Du kannst mich entweder über die Kommentare unten anschreiben, die sind nicht öffentlich. Selbstverständlich darfst du mir auch eine E-Mail schreiben. Oder du kannst mich ganz einfach kontaktieren, indem du mich anrufst. Die Möglichkeiten hast du, um den ersten Schritt zu gehen. Und dann schauen wir, wenn der erste Schritt passt, wie wir weitermachen. In diesem Sinne, fühle dich gewertschätzt, gehab dich wohl und bleib's gesund. Das ist das Allerwichtigste, weil alles andere können wir regeln. Und zwar gemeinsam. Servus, pfiat euch, Baba, eure Andi.